treffen! Wunderschön. Geht immer so einfach. Wie man das so macht. Nimmt einfach den Bogen und metzelt erstmal die nieder, die außen sind. Hier. So jemand. Sowas könnte ich auch gut noch gebrauchen. Und danach macht man das nach innen. Also man nimmt immer die, die am Anfang weg sind. Ich habe mir übrigens gestern den Film angeguckt. Und zwar von 94. Es gibt Probleme. Hä? Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt. Ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitsverweis, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß. Und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Aha. Genau. Den kennen wir ja noch, das Lock. Nee, ich habe mir Hackers angesehen. Von... Ich weiß jetzt nicht, von wann... Von 95, genau, von 95 war's. Und, mit, ich glaube, mit Angelina Jolie. Und es ist halt totale 80er. Also, es ist extrem. Die Revolvermänner können hier weitermachen. Wir werden in Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Affig. Verstanden. Und so weiter. So. Das musste ich machen. Das war nämlich gerade nicht so geil, wie ich es eigentlich haben wollte. Naja. Plus 16 Öl. Öl gibt es hier wie Sand am Meer. Würde ich mal so behaupten. Komm, gib mir ein paar Pfeile wieder. Alte Münz. Ach, haben wir hier noch was drin? Lecker Würstchen. Ach so, nein, egal. Hackers. Hackers, ja, also ein richtiger 80er Film. Auch wenn er von 95 ist. Aber das ist... Oder 90er Film. Trifft es wahrscheinlich eher. Aber irgendwie hat er halt... Es lohnt sich schon auf jeden Fall einmal zu gucken. Würde ich so behaupten. Mehr nicht, einmal, aber es ist zum Teil ziemlich witzig und nachts so weiter. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr.
Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Ja. Hör mal auf, so einen Unsinn zu reden. Passiert aber irgendwie immer, wenn es so um Religion gibt. Hallo, rotes Fass. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Und dann gibt es so eine Art. Geh in Position! Das war ein Treffer! Wow! So. Den Kopftreffer bekommen. Oh Mist, ich habe keine Munition mehr. Von denen. Ich hätte auch gerne meine ganzen Pfeile zurück, ja. Denn Pfeile sind ja. Oh, habe ich hier Frame einbuschen? Das geht ja gar nicht. Geht auch nicht mal mehr die Frame-Zahl da. So. Jetzt nicht gedacht, dass du schießen könntest. Mal, was wir hier noch haben. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor. Meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit. Konstantin und ich.
als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los. Zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Gut, gut. Aua. Okay. Machen wir nochmal. Ja? Aber ich. Hier komme ich nicht hoch. Gut. Hier hoch. Ah ja, ich hätte ja eh ducken können, oder? Ja. Genau. Ist noch ein Tagebucheintrag. Lesen. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Gut. Werden wir auch machen. Aber. Kohle. Schussfrequenz. Schaden. Haltezeit. Auch jetzt nicht so unbedingt, glaube ich. Stoßstabilität. Munitionskapazität. Das ist schon geil. Das ist auch geil. Oh. Repetiergewehr. Maschinenpistole. Hier habe ich nichts weiteres. Hier habe ich auch nichts weiteres. Hier hätte ich noch den Hornbogen. Aber. Nein. Und mehr Schaden ist in diesem Fall, glaube ich, besser. So. Fähigkeiten. Zwei Fähigkeitenpunkte. Oh. Ja, komm. Brauche ich alles nicht. Erhöhen Sie die Menge. Aha. Mehr Fähigkeitspunkte brauche ich einfach. So, ich würde sagen, das wär's auch für heute. Wir gucken nochmal, wo wir hin müssen. Da oben hin. Und sagen speichern. Und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein.